Am 10.10.2023 um 13.57 Uhr stieg eine männliche Person an der Haltestelle Schickshof in Bonn in den Bus der Linie 845 ein, ging nach hinten durch zu einem dort sitzenden Fahrgast. Ich war hinten im Bus am Sitzen. Der Typ kam im Bus rein, hat gesagt, er will da sitzen, wo ich sitze. Ich habe ihm gesagt, hier sind mehrere freie Plätze, auch neben mir war ein freier Platz. Da hat er einfach meine Sachen genommen. Und dann hat mich angegriffen, weil der da sitzen wollte, wo ich saß. Wie hat er dich angegriffen? Was hat er gemacht? Also, der hat mich erst so gepackt und dann hier am Kopf geschlagen, hier hat er mich runtergeschubst am Boden, noch mehr am Kopf geschlagen. Ja, das war's. Okay. Ja, was kannst du dazu sagen? Du bist ja auch der Interviewer. Ja, ich saß halt eine Sitzreihe vor ihm, hab das mit angesehen, hab versucht, auf ihn einzureden. Er hat halt nur Englisch gesprochen, ich hab versucht, auf Englisch ihm zu sagen, dass er runterkommen soll. Ja, hat ihn dann angegriffen. Ich bin aufgestanden, habe ihn zurückgezerrt und habe zwei rechte Haken ins Gesicht bekommen. Der Beschuldigte rief währenddessen, dass die Polizei gerufen werden solle, da der Sitzplatz nicht geräumt worden war. Ich saß ganz vorne und beobachtete die Situation. Um das Handeln des Täters zu brechen, konfrontierte ich ihn mit seinem Willen, rief, dass ich die Polizei rufe, wenn er aufhört zu schlagen, und tat dies. Parallel wies ich den Busfahrer an der nächsten Haltestelle Hartberg-Rathaus anzuhalten und die Türen geschlossen zu halten. Die Verhandlungsmethode griff unmittelbar. Der Täter ließ von den Opfern ab, sodass ich keinen körperlichen unmittelbaren Zwang anwenden musste. Kurz vor Eintreffen der Polizei wies ich den Fahrer an, mich aus der vorderen Tür zu lassen, und wies die Polizei ein. Der Täter leistete bei der Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten Widerstand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand eingeleitet. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.